Freut mich, dass ihr alle wieder da seid. Kommt ruhig alle ein bisschen näher, kommt ruhig unter den Baum und den Schatten. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier in der Sonne stehen muss. Achtung! Wir haben ja heute einen besonderen Tag. Wir wollen halt noch ein Picknick machen. Das heißt, wir wollen möglichst zügig alles erledigt bekommen. Ich sage ganz kurz was zu den Auflagen. Gibt es ja nicht mehr so viel. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von der Straßenbahn überfahren werden. Und wir müssen aufpassen, dass wir den Verkehr nicht über Gebühr beeinflussen. Wir stören nicht, wir stören die Leute nicht. Wir lassen uns nicht auf Diskussionen ein. Ansonsten, die Ordner sind da, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn es irgendwelche Diskussionen gibt. Immer an die Ordner wenden oder gerne auch an mich oder an Siamak. Wie gesagt, wir wollen heute ein Picknick machen, das heißt, ich möchte eigentlich gar nicht viel erzählen, ich möchte gar nicht viel reden. Ein paar Sachen möchte ich ganz kurz sagen. Also erstmal, was ich sagen möchte, ich fand Frankfurt war super am Wochenende. Einige von euch waren ja da. Wir wissen immer noch nicht genau, wie viele Leute da waren. Irgendwas zwischen 1500, wie die FAZ sagt, und 50.000, wie manche andere sagen. Es ist sehr schwer einzuschätzen, aber ich denke, es waren deutlich über 10.000 Leute da. Und das ist doch schon mal ganz toller Erfolg. Ich denke, wir brauchen auch jede Menge Erfolg, denn was man so in der Zeitung liest, wenn man Zeitung liest, ist nicht unbedingt besonders erfreulich. Hey. Was ich jetzt gerade im SWR gelesen habe. Okay, also, was ich gerade gelesen habe beim SWR, das ist ganz interessant, mehr als 450 Bußgeldverfahren laufen aktuell in Baden-Württemberg, gegen Leute, die gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht verstoßen haben, also gegen Leute, die keinen Impfnachweis vorgelegt haben. Wir erinnern uns, dass die RNZ vor kurzem geschrieben hat, diese bereichsbezogene Impfpflicht wäre ein zahnloser Tiger. Das sehe ich jetzt nicht so als zahnlosen Tiger. Und ich frage mich, wann die RNZ eigentlich diesen Artikel, den sie über uns geschrieben hat, korrigiert. Es gibt eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu den Plänen der Bundesregierung, was die bereichsbezogene Impfpflicht betrifft. Vor zwei Tagen haben wir die Antworten erhalten zu einer ganzen Reihe von Fragen. Unter anderem haben wir erfahren, dass die Bundesregierung die Weiterführung der bereichsbezogenen Impfpflicht prüft über das Jahr 2022 hinaus. Also der bereichsbezogene Impfpflicht, der zahnlose Tiger, soll uns möglicherweise weiter begleiten, auch ins nächste Jahr hinein. Die Bundesregierung sieht keinerlei Anlass, auch das erfahren wir, es sind Antworten auf die kleine Anfrage, an der Rechtmäßigkeit der bereichsbezogenen Impfpflicht zu zweifeln, bezieht sich dabei auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und es gibt auch keinen Anlass für die Bundesregierung an der Wirksamkeit der Impfung zu zweifeln. Die Bundesregierung stützt sich dabei weiterhin auf zwei Studien. Auf zwei Studien. Präprints, also nicht peer-reviewte Studien, die sagen, es gäbe in Haushaltsstudien eine Reduktion von 5-20% bezüglich der Transmissionswahrscheinlichkeit. Das ist lächerlich und es ist vollkommen unakzeptabel, dass die Bundesregierung nicht endlich akzeptiert oder anerkennt, dass wir diese Studien nicht brauchen, sondern dass wir uns nur die realen Zahlen anschauen müssen. Und zwar die realen Zahlen unter anderem von der Bundesbehörde Robert-Koch-Institut, die uns zeigen, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe hinsichtlich der Infektiosität und der Transmission nicht mehr gegeben ist. Das Bundesverfassungsgericht hat auch erklärt, dass es von der Entscheidung, dass die bereichsbezogene Impfpflicht verfassungsgemäß ist, nicht abweichen wird. Weitere Klagen, weitere Anträge nimmt das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht mehr an, weil sie sagen, die Richter, es gebe zu wenig Aussicht auf Erfolg. Das heißt, auch das Bundesverfassungsgericht ignoriert vorhandene Zahlen. Zahlen, die vom RKI veröffentlicht worden sind und die uns zeigen, dass geimpfte Personen genauso leicht angesteckt werden wie ungeimpfte Personen. Diese Zahlen werden ignoriert und das ist ein Skandal.
Dazu passt ja, dass unser Gesundheitsminister schon wieder neue Impfdosen bestellt hat, obwohl die alten Impfdosen 70 Millionen, glaube ich, gar nicht aufgebraucht sind und jetzt zu verfallen drohen. Alte Impfdosen, die niemand mehr braucht, die niemand mehr wollte, dafür werden jetzt neue Impfdosen bestellt, mehrere für jeden Bundesbürger. Von einem Impfstoff, der angeblich neu sei, der jetzt gegen die Varianten wirken soll, gegen Omikron. Wir warten darauf jetzt seit über einem halben Jahr. Und Herr Shahin, der Chef von BioNTech, hat es gerade erklärt, dass er keine klinischen Tests für diese Impfstoffe mehr einreichen will. Ich frage mich, warum. Ich frage mich, ob diese Tests gar nicht erst gemacht wurden oder ob die Ergebnisse der Tests so schlecht sind, dass er sie einfach nicht einreichen kann. Es gibt Hinweise und es gibt auch mittlerweile prominente Immunologen, auch in Deutschland, wie Professor Radbruch aus Berlin an der Charité, da am Rheumazentrum, die uns gesagt haben, eine vierte Boosterimpfung, eine fünfte Boosterimpfung wird nichts bringen. Es ist absehbar, dass weitere Boosterimpfungen keinen Effekt haben werden. Das ist der einzige. Das ist der einzige plausible Grund, warum man keine klinischen Daten zu diesen neuen Impfstoffen veröffentlicht. Man fragt sich vor diesem Hintergrund, warum Berufsverbände, warum Klinikleitungen nicht endlich aufstehen gegen diesen Betrug, diesen offensichtlichen Betrug an uns. Aber sie stehen nicht auf. Sie zeigen, dass sie immer noch gehorchen können. Im Gegenteil, statt aufzustehen, wird der Druck weiter erhöht. Der Druck auf Mitarbeiter wird weiter erhöht, indem diskriminierende Maßnahmen fortgesetzt werden. In der kommenden Woche findet hier in Heidelberg das Uniklinikfest statt. Ein Fest als Dankbarkeit für die Mitarbeiter an der Uniklinik. Die Hygienemaßnahmen stehen bereits fest. Alle, ob geimpft oder ungeimpft, müssen sich vorher testen. Damit anerkennt die Unileitung, dass auch geimpfte Personen natürlich infektiös sind und das Virus übertragen können. Aber dabei bleibt es nicht. Während geimpfte Personen einfach einen Selbsttest machen können und zeigen können, dass sie es gemacht haben, einfach nur bescheinigen, müssen ungeimpfte Personen einen zertifizierten Test vorweisen. Das heißt nichts anderes, als dass die Uniklinikleitung den ungeimpften Mitarbeitern sagt, ihr seid nicht vertrauenswürdig. Wir haben also hier ganz klar, so wie an der Charité beim Sommerfest in Berlin, auch hier in Heidelberg an der Uniklinik eine Diskriminierung von ungeimpften Personen, von ungeimpften Mitarbeitern. Eine Diskriminierung, die man nicht tolerieren darf. Und ich fordere alle geimpften Mitarbeiter auf, an diesem Fest nicht teilzunehmen. Die Unileitung, die Klinikleitung weiß genau, dass es keinen Grund gibt, dass es keinen Sinn macht, hier unterschiedliche Testpraxen durchzuführen. Es ist einfach eine Drangsalierungsmethode, um den Menschen zu zeigen, die nicht gehorchen, dass das Konsequenzen hat, um den Druck zu erhöhen. Und wir wissen, was dieser Druck bewirkt. Wir haben Impfquoten von über 90% unter den Uniklinik-Mitarbeitern.